der so zum Nachdenken auffordert wie die Gedenkstätte Gudendorf in Dithmarschen bei Meldorf. Jedes Jahr um den 8. Mai, Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus, veranstaltet die Initiative Blumen für Gudendorf viele Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes zusammen mit Gästen und Besucherinnen ein Gedenken an die dort begrabenen sowjetischen Kriegsgefangenen. Wie viele dort in Massengräber gelegt wurden, vernichtet durch Hunger und Schwerarbeit, zu Tode gequält, wissen wir nicht. In Stubenbruck, in Stuckenbruck, Westfalen, einem der größten Kriegsgefangenenlager für sowjetische Soldaten, liegen 65.000 Tote. In Gudendorf sind bisher 248 Tote namentlich bekannt. Die Veranstaltung steht nicht nur für ein stilles Totengedenken, sondern für den Willen und die Handlungsbereitschaft, gegen Kriege und Faschismus einzutreten. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Bertolt Brecht, 1952, Brief an den Völkerkongress für den Frieden in Wien. Wir waren vor Ort in Gudendorf und haben einen Teil der Gedenkveranstaltung für euch aufgezeichnet. Wir hören jetzt eine sehr persönliche, auch autobiografische Rede von Rolf Becker, der nur wenige Kilometer von Gudendorf entfernt aufgewachsen ist. Danke für Ihr Kommen. Ich bin ja vor allen Dingen dankbar, dass ich hier sein darf. Und ich werde gleich sagen, warum. Vorweg ein Satz oder zwei Sätze. Der eine, es ist mehrfach eben hingewiesen worden auf die unzulängliche oder fast von Tag zu Tag unzulänglicher werdende Berichterstattung in den Medien. Wir merken das sogar auf der Straße, wenn ich Freunde treffe, wenn ich mit Kollegen rede. Es wird über Belanglosigkeiten gesprochen, es wird nicht mehr über das gesprochen, was uns beunruhigt, was sich wirklich bewegt auf dieser Welt. Mir ist dadurch eingefallen ein Zitat von Bertolt Brecht, das zitiert er in der Heiligen Johanna der Schlachthöfe: Der Ungerechte geht offen über die Straße, aber der Gerechte versteckt sich. Ich bin umso dankbarer, dass Sie hier sind. Wir dürfen uns nicht verstecken. Wir müssen das Maul aufmachen, wir müssen Klartext reden und wir müssen aufklären, da wo vernebelt wird. Was mich weiter sehr berührt, ist dieser Gedenkort. Ich habe erst durch die Nachfragen hier aus Gudendorf angefangen, mich mit dem Lagerwesen, vor allen Dingen was die russischen, sowjetischen Kriegsgefangenen betrifft. Dadurch bin ich angestoßen worden, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen und mich einzulesen in die mittlerweile sehr reichlich vorliegende Literatur. Aber wichtiger noch der persönliche Bezug. Ich bin aufgewachsen, wenige Kilometer von hier, auf einem kleinen Dorf, Osterstedt. Ich freue mich ganz besonders, dass, ich hätte was gesagt, Schulkamerad, doch, wir sind gleichzeitig zur Schule gegangen, aus Osterstedt, heute hier sind zu diesem Gedenken. Und Sie werden bestätigen den Zusammenhang, den ich jetzt versuche herzustellen. Osterstedt, für die es nicht wissen, liegt bei Hohenweststedt, also etwa von hier 30 Kilometer entfernt. Ab 1942/43, da war bei uns auf dem Hof, wir hatten eine Bauernklitsche, die ist längst pleite gegangen, aber auf dem Hof waren zwei Kriegsgefangene. Anton aus der Sowjetunion und Dubois, wir nannten ihn Dibba, weil wir kein Französisch konnten, ein französischer Kriegsgefangener. Beide, so erinnere ich das, einbezogen in die Hausgemeinschaft, Schlafkammern neben der Diele. Häufig bin ich mit Anton
mit dem Wagen. Anton war Bauernjunge aus der Sowjetunion. Mit dem Wagen, ob wir Mist aufs Feld gefahren haben oder in Hademarschen oder Hanerau genauer Torf geholt haben, der dort gestochen worden war. Oder wir haben Heu eingefahren und so weiter. Dubois war meist mehr auf dem Feld. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich, die wehrfähigen Männer waren fast alle an den Fronten, vor allen Dingen die Jüngeren. Es sind ja auch, was hier liegt, in der Mehrzahl, es sind Jungs. 18, 19, 23-Jährige, auch Ältere. Aber es sind zu einem großen oder zum überwiegenden Teil diejenigen, von denen eben gesungen wurde, euch haben sie schon damals genauso gelobt, wie sie es heute immer noch tun. In den ersten Kriegsjahren, da mangelte es an Hilfskräften. Erst das Scheitern des Blitzkrieges mit Stalingrad gegen Russland bewirkte, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen, die bis dahin in Lagern verhungerten, an Seuchen starben, durch Arbeit vernichtet oder auch beauftragt, ermordet wurden, dass sie nach dem Führerbefehl 1941 leidlich verpflegt wurden und eingesetzt wurden in Industrie, Verkehrswesen, Landwirtschaft. Was ich nicht mehr genau erinnere, ist, ob Anton beim letzten Besuch meines Vaters im Frühjahr 1943, ob er da schon bei uns war oder etwas später kam. Und ich erinnere auch nicht, wenn er da war schon, ob mein Vater, der auf Urlaub da war von der Ostfront, damals mit ihm gesprochen hat. Und wenn, erinnere ich leider nicht oder habe auch nicht erfahren, worüber. Ich erinnere mich aber sehr gut, dass mein Vater erstmals in der schwarzen Uniform der Panzerwaffe, er war von Frankreich aus von der Panzerabwehr nach der Kapitulation oder nach der Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges Stalingrad, da wurde er als Divisionskommandeur versetzt in den Kursker Bogen. Er stand da in der schwarzen Panzeruniform, nicht mehr blond wie im Urlaub davor, schlohweiß. Und nach wenigen Sätzen der Begrüßung, da fiel ein Satz, der die Familie betraf, aber der auch verstanden wurde. Mein Kind, zu meiner Mutter, wir haben den Krieg verloren. Und erinnere auch, dass er sinngemäß von meiner Mutter später oft zitiert erklärte, wir könnten nach dem, was von der deutschen Wehrmacht in Russland angerichtet worden sei, von Glück sagen, wenn auch nur einer von uns überleben würde. Meine letzte Erinnerung an ihn, das war ein langer Weg zu unseren Feldern und am Heck zum Tor, wir nannten das die Krusenkoppel, da blieb er stehen und sang. Und ich habe nicht nur die Melodie behalten, sondern auch den Text, jedenfalls die letzten zwei Zeilen. Vielleicht scharrt sie schon morgen ein, die ganze Kompanie. Wenige Monate später, im Sommer, erreichte uns ein zurückgeschickter Brief von meiner Mutter an Absender zurück und darunter handgeschrieben mit schwarzer Tinte, gefallen für Großdeutschland. Bleibende Erinnerung, die Schuldgefühle des hochrangigen deutschen Militärs, des Divisionskommandeurs auf der einen Seite und auf der anderen Seite der sowjetische Kriegsgefangene, der helfen musste, der dem Gegner seines Landes helfen musste bei der Führung des Krieges. Dann kam es zu einem Vorfall auf dem Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert. Nach dem Tod meines Vaters im August 1943, ein Vorfall, der das Dorf beschäftigt hat bis zum Ableben meiner Mutter 1978. Da war sie weggegangen, weil Anton abends nicht auf den Hof
rechtzeitig zurückkamen. Sie sollten ja bei Einbruch der Dunkelheit wieder in ihren Quartieren sein. Und sie vermutete eine Verabredung mit anderen russischen Kriegsgefangenen. Ging durchs Dorf und nahm wahr, dass Angehörige der NSDAP-Ortsgruppenleitung, ich nenne die Namen ausdrücklich, der Tischler Asmussen, der Bauer Dose und andere, stark angetrunken, in einem Schuppen mehrere sowjetische Kriegsgefangene mit Holzlatten verprügelten. Meine Mutter war dazwischen gegangen. Die Folge, sie wurde an einem der nächsten Tage abgeholt von der Gestapo, nach Rendsburg gebracht, kehrte aber schon nach 3 Tagen wieder zurück. Sie sei von einem Offizier verhört worden, einem Gestapo-Offizier, der zum einen berücksichtigte, dass ihr Mann kurz zuvor an der Ostfront, also im Kursker Bogen, bei den Panzerschlachten gefallen war, und der zum anderen ihrem Argument nicht widersprach, dass durch die Misshandlung von Kriegsgefangenen ja die Versorgungslage an der Front verschlechtert würde. Das war ein Argument, das zog. Dann haben sie zudem, das hat sie dann berichtet, hingewiesen auf die Haager Landkriegsordnung und die Genfer Konvention, nach der Kriegsgefangen einen völkerrechtlichen Status darstelle, der auch gelte für das Deutschland des Dritten Reiches. Sie hatte Glück, der Gestapo-Offizier orientierte sich nicht an den Worten des Generalfeldmarschalls Wilhelm Keitel, der ließ diese völkerrechtlichen Vereinbarungen nicht gelten für die Soldaten der Roten Armee. Sein Argument, die Bedenken entsprechen den soldatischen Auffassungen vom ritterlichen Krieg. Hier handelt es sich aber für uns um die Vernichtung einer Weltanschauung. So kann man sich rausreden gegenüber dem, was völkerrechtlich geboten ist. Seine Äußerungen, die Äußerungen dieses Keitels wurden Gott sei Dank nicht umgesetzt. Es sind dann im Dorf keine Vorfälle mehr gewesen. Jedenfalls wüsste ich keine, kann mich an keine erinnern. Anton kehrte zurück in die Sowjetunion, in seine Heimat, sehr verunsichert allerdings, weil er fürchtete, wegen seiner Arbeit in Deutschland für den Kriegsgegner versetzt zu werden in ein Strafbataillon. Wir wissen heute, dass dieses Schicksal etwa ein Drittel, nicht mehr, der sowjetischen Kriegsgefangenen ereilt. Übrigens zur Versorgung vielleicht noch eine Bemerkung. Die deutschen Kriegsgefangenen, ein Drittel der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion hat leben gelassen, 2 Drittel der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland haben ihr Leben gelassen. Die deutschen Kriegsgefangenen bekamen die gleichen Rationen wie die russische Bevölkerung. Das haben sie nicht überstanden. Hinzu kamen Kälte, Seuchen und Unterbringung und so weiter. Aber nur, dass man dieses Verhältnis sieht. Die Sowjetunion zerstört, ne, verbrannte Erde, ausgelöschte Dörfer noch und nöcher. Ne? Ein Drittel hat sie leben lassen müssen, aber 2 Drittel der deutschen Soldaten kehrte zurück. In Deutschland, zu der Zeit, vor allen Dingen als die meisten Anfang der 40er Jahre umkamen, bewusst, die man bewusst hat verhungern lassen, da war Deutschland ja noch in der Lage, sie zu versorgen. Das war Mord. Das war keine Notlage. Ja, nochmals Dank für die Informationen, die ich bekommen habe durch die Bücher. Ich erwähne sie ja ausdrücklich, von Reinhard Otto, Wehrmacht, Gestapo, sowjetische Kriegsgefangene, oder Thomas Tschirner, das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in Schleswig-Holstein. Und wir wissen dank dieser und zahlreicher weiterer Untersuchungen mittlerweile,
nach den Jahren, den Nachkriegsjahren des, ich sag mal, organisierten Vergessens. Ne? Die Aufarbeitung auch in den Schulen, auch in den Universitäten ist lange behindert worden, ausgebremst worden. Ne? Beispiel, es wurden Gedichte von Heinrich Heine, die die Nazis umbenannt hatten in Aus dem Volksmund, noch so gekennzeichnet in bayerischen Schulbüchern bis 1973. Zum Hungerplan. Es gab einen regelrechten Hungerplan, der war ausgearbeitet von der deutschen Wehrmachtsführung vor Beginn des Russlandfeldzuges. Der Massentod sowjetischer Soldaten war einkalkuliert. Wir wissen, dass unterschieden wurde durch die Trennung von arbeitsfähigen sowjetischen Kriegsgefangenen, die am Leben bleiben sollten, und nicht arbeitsfähigen, die getötet wurden. Und wir wissen, dass über 140.000 sowjetische Kriegsgefangene als politisch untragbare weitergegeben wurden an die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei des SD zur Ermordung. Mit meinem Anliegen, als Konsequenz dessen, was ich als Kind erlebt habe, zu verhindern, dass ich Ähnliches wiederholen kann. Dass es nochmal vor allen Dingen zu einer Auseinandersetzung mit Russland kommt. Ich scheine, es ist ja hier auch schon mehrfach angesprochen worden, ich scheine und ich fürchte, ich bin gescheitert. Ich würde, solange mir noch hier Tage erlaubt sind, alles tun, um dazu beizutragen, dass ich nicht wiederholen kann, was geschah. Wir ahnen alle, es droht ein weiterer Weltkrieg. Das Bild vom russischen Untermenschen, von den Nazis damals verbreitet, das ist verschwunden. Aber es wird täglich argumentiert oder nicht argumentiert, das ist keine Argumentation, das ist Herunterziehen gegen die angeblich aggressive Führung, russische Führung unter Wladimir Putin. Putin kann nicht mehr machen, als versuchen, dieses Russland zusammenzuhalten und die Abwehr, auch die Leute zu versorgen und die Abwehrkräfte zu entwickeln, die einen Überfall der NATO hoffentlich ausschließen. Frage also, was ist der Ausweg? Ich weiß ihn letztlich genauso wenig wie ihr, aber ich kann vielleicht einige Überlegungen aufgrund meiner bisherigen Arbeit seit vielen Jahren im Kreis politisch aktiver Kolleginnen und Kollegen in Betrieben und Gewerkschaften ein wenig beitragen. Bei der Gelegenheit eine kleine Korrektur dessen, was Stan eben gesagt hat. Wir haben uns nicht für Milosevic eingesetzt. Das war eine Denunziation des NDR. Ja, der Norddeutsche Rundfunk verbreitet seltsames Engagement Rolf Becker für Milosevic. Wir hatten Peter Handke und der englische Schriftsteller Harold Pinter einen Aufruf verbreitet und um Unterschriften gebeten, dass nicht ein Tribunal der Siegermächte über die jugoslawischen und überhaupt über die Kriegsverbrechen urteilen könne, sondern wenn nur der Haager Gerichtshof, der internationale Gerichtshof in Den Haag, vor dem dann allerdings auch Herr Schröder, Herr Fischer, Herr Scharping und andere gehört hätten. Wir waren, dafür sind wir nicht belangt worden. Das wusste der NDR. Aber die Berichte, die damals vom ARD-Korrespondenten übermittelt wurden an die ARD, auch das ist ein Teil, wie wird Geschichte geschrieben, die wir geschrieben haben, wir waren mit 10 Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen während des Bombardements, in der schwersten Phase des Bombardements, in den Schusswochen in Serbien. Wir haben gesehen, was da konkret geschehen ist. Und die Interviews, die wir gegeben haben an Bredo,
der Korrespondent für den Balkan. Von denen ist keine Silbe gesendet, darüber ist kein Wort berichtet worden, weil sie wussten, dass wir die Wahrheit verbreiten und dass das, was da berichtet wird, dass es sich um die Wahrheit handelt, die an die Bevölkerung nicht weitergegeben wurde, um den Gründungsmythos der Berliner Republik, dieser erste Angriffskrieg seit 1939, unterschlagen werden musste. Darf ich noch ein paar Worte? Ja. Ja. Sonne scheint. Die Grundlagen der Herrschaft, die uns heute gefährdet, basieren letzten Endes auf den Widersprüchen unter uns, auf der Konkurrenz der Arbeitenden untereinander. Ohne diese Konkurrenz, die ist ja eben auch angesprochen worden, ohne diese Konkurrenz, es gibt die einen, es gibt die anderen, wäre nicht möglich, was heute geschieht. Und diese Konkurrenz, und deshalb bin ich dankbar, dass Sie hier sind, gilt es zu überwinden. Diese Widersprüche unter uns, durch Aufklärung, durch Heranführen. Wir müssen nicht recht haben, aber wir können Anstöße geben, dass nachgedacht wird darüber, was könnte die Wahrheit sein. Wenn wir nur diesen Anstoß vermitteln, passiert eine ganze Menge. Der Brecht hat mal geschrieben, die Kapitalisten wollen keinen Krieg. Sie müssen ihn wollen. Warum? Die Antwort ergibt sich eigentlich ganz einfach. Wenn die wirtschaftliche Krise zunimmt, wir erleben das jetzt, dann gibt es für die Unternehmerseite nur zwei Auswege. Entweder die vorhandenen Märkte gründlicher ausbeuten und ausplündern, Beispiel Griechenland, ob sie es hinkriegen, griechische Verhältnisse auf Deutschland zu übertragen, bleibt die Frage. Aber wir hätten 2000 auch nicht für möglich gehalten, dass eine Agenda 2010 und Hartz-IV-Gesetze in dieser Form durchgezogen werden, wie sie durchgezogen worden sind bisher. Der eine Ausweg, also die gründlichere Ausplünderung vorhandener Märkte. Der andere Ausweg, die Erschließung neuer Märkte. Wo sind die? Ölquellen im Nahen Osten. Aber die beiden großen Märkte sind Russland und China. Russland, darauf hat Brzezinski schon hingewiesen 1998 in seinem Buch Die einzige Weltmacht, wo er hinweist auf das sogenannte Oval zwischen dem Kaspischen Meer und Sibirien, die größte Rohstoffreserve der Erde, und China, der sich immer weiterentwickelnde größte Markt. Was die Kriegsgefahr mindert, ist bis jetzt eins. Das ergibt sich meiner Meinung nach aus der Frage der Bündnisse. Es ist einmal das große Lager, wir können es als kapitalistisches bezeichnen, das darauf bedacht sein muss, dass aus diesen Bündnissen niemand ausschert. Deshalb die große Sorge der USA, dass Deutschland die amerikanische Politik mitträgt. Die einzige Chance für Russland ist das Bündnis mit China. Die einzige Chance für China, das Bündnis mit Russland. Solange diese Fragen zumindest offen sind, ist eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Krieg sich noch nicht ereignen kann. Ein Zitat noch von Bertolt Brecht. Ich denke, es ist, auch weil ich jetzt die kapitalistischen Verhältnisse angesprochen habe, die Eigentumsfrage, die sich ja immer wieder stellt bei der Schließung jedes Unternehmens, ob es sich um Opel handelt oder jetzt um die italienische Fluggesellschaft. Es ist immer wieder das Schicksal von Tausenden, das auf dem Spiel steht, weil das Kapital in immer weniger Händen gesammelt wird. Da sagt Brecht, die große Wahrheit unseres Zeitalters, mit deren Erkenntnis noch nicht gedient ist, ohne deren Erkenntnis es aber keine andere Wahrheit von Belang geben kann, ist es,
dass unser Erdteil in Barbarei versinkt, weil die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln, es geht nicht um den Tisch oder Stuhl und den Garten oder das Haus von uns Einzelnen, weil die Eigentumsmittel an den Produktionsmitteln mit Gewalt festgehalten werden. Was nützt es da, etwas Mutiges zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Zustand, in dem wir versinken, ein barbarischer ist, was wahr ist, wenn nicht klar ist, warum wir in diesen Zustand geraten. Wir müssen sagen, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben wollen. Freilich, wenn wir dies sagen, verlieren wir viele Freunde, die gegen das Foltern sind, weil sie glauben, die Eigentumsverhältnisse könnten auch ohne Foltern aufrechterhalten bleiben, was unwahr ist. Wir müssen die Wahrheit über die barbarischen Zustände in unserem Land sagen. Der Text endet mit: Kameraden, sprechen wir von den Eigentumsverhältnissen. Als Gewerkschafter, ich bin seit über 60 Jahren mittlerweile in der Gewerkschaft, worum sich viele kritische Organisationen, von der DKP über die Linke, über die ganzen kleineren Organisationen, die es gibt, am wenigsten klar sind, ist der Ansatzpunkt. Wir können nur anknüpfen da, wo Menschen in Bewegung geraten aufgrund konkreter Konflikte, ob auf dem Dorf, ob im Stadtteil und vor allen Dingen in den Fabriken. Ohne die Masse der Arbeitenden werden wir eine Veränderung im Land kaum durchsetzen können. Kleinarbeit. Und auch wenn wir die Wahrheit sagen, wir sollten nie vergessen, eine Wahrheit wird erst dadurch zur Wahrheit, dass wir für sie eintreten, so wie ihr jetzt heute hier. Mit Brecht zum Schluss: Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher, auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten. Da hilft kein Gewalt. Und wie es weitergeht, wissen Sie alle. Am Grunde der Moldau, vielleicht magst du spielen, wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß. Und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden. Dann kommt schon der Tag. Ich verneige mich mit euch vor allen, die hier vor vielen Jahren ihr Leben verloren haben, vor allem die andernorts ruhen, vor allem die heute ihr Leben lassen. Danke Ihnen auch.